hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es um Retro-OS. Was zum Geier ist Retro-OS? Ich habe da mal etwas rausgekramt und habe da diverse Retro-OS gefunden. Einmal habe ich Commodore-OS gefunden, dann habe ich Amiga-OS gefunden. Allerdings ist Amiga-OS kostenpflichtig, kostet glaube ich 30 Euro. Aber da gibt es eine freie Version von, die nennt sich AROS-OS oder AROS besser gesagt. Ja, beide möchte ich mir anschauen. Ich fange einfach mal mit Commodore-OS an. Dazu habe ich einen wunderschönen Wikipedia-Artikel gefunden. Den werde ich hier mal reinpacken. Und zwar Commodore OS Vision, so heißt es richtig, Entwicklung USA, hat eine GNU-Lizenz, ja, liegt jetzt hier, steht in der Version 9 2012 vor. Das ist nicht ganz richtig, da komme ich später drauf. Ja, und hat einen Linux-Kernel und die Abstammung ist ganz eindeutig ja, von GNU-Linux, Debian, Ubuntu, Mint, also basiert im Endeffekt auf Linux Mint. Ja, was steht hier? Jetzt steht, war eine Linux-Disposition. Das ist nicht ganz richtig. Der Wikipedia-Artikel ist Stand 23. Juni 2023. Nicht ganz up to date. Ja, interessant ist halt eben, beruht auf Linux Mint, wie gesagt, hat einen GNOME 2 Desktop, also wohl kein Mate. Hier steht explizit GNOME 2, okay, der Sache gehe ich auch mal auf den Grund. Gut, das kann natürlich sein, 2011, da gab es noch kein Mate, dass deswegen noch hier, jetzt hier im GNOME steht. Hier steht, Commodore USA deklariert Commodore OS als Software im Beta-Stadium. Ich glaube, das ist auch nicht mehr ganz richtig. Und hier steht, dass teilweise Treiber fehlen. Ja, nach dem Tod des Firmengründers im Dezember 2012 wurde in den folgenden Monaten sämtliche Aktivitäten von Commodore USA eingestellt. Genau, und mittlerweile steckt da auch nicht mehr die Firma Commodore USA hinter, sondern das werden wir auch sehen, nämlich eine andere. Gut, jetzt sind hier noch so ein paar Sachen, die jetzt hier so stehen, die sind jetzt nicht ganz so interessant. Was habe ich noch herausgefunden? Genau, es gibt über diesen Link kann man Commodore OS nach wie vor nutzen. Mal gucken, ob es hier unten schon mit verlinkt ist. Genau, aber auf DistroWatch, so bin ich überhaupt darauf gekommen. Auf DistroWatch habe ich das nämlich gefunden. Ich dachte mir so, wow, super. Und auch hier steht eingestellt. Und wir werden gleich sehen, das ist nicht richtig. Das wäre jetzt die offizielle Homepage. Und zwar ist es die Seite My Retro Computers. Die stellen auch auf, wie man so sieht. Ja, ein Retro Commodore 64 her. Oh, was ist denn hier für ein Riesenloch drin? Also die Variante kenne ich auch noch nicht. Und hier gibt es auch unter anderem Commodore OS Vision. Das wollte ich mir natürlich herunterladen. Und was steht hier? Coming soon im April 23. A brand new Commodore Operation System based on Linux. Ja, das interessiert mich natürlich wahnsinnig. Nur leider kann man es noch nicht herunterladen. Also ich habe jetzt hier nichts gefunden, wo ich es herunterladen kann. Das finde ich schade. Hier gibt es auch noch so ein YouTube-Video. Hier bekommen wir so ein paar Eindrücke, halt eben, wie das Ganze aussieht. Eine geschichtliche Entwicklung. Ja, aber es geht jetzt wohl hier mehr um die Hardware als solches. Mich interessiert das OS halt eben. So sieht es aus. Ja, schön zu erkennen. GNOME 2 Leiste mit transparentem Desktop-Design. Hier wohl so eine Art Plank oder CairoDock. Ich denke mal eher ein CairoDock könnte das sein. Ja, das würde ich ganz gerne ausprobieren, aber leider ist es noch nicht verfügbar. Wie gesagt, April 23 ist leider vorbei. Insofern werde ich das Ganze verschieben. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass Commodore OS nach wie vor lebt und auf irgendeine Art und Weise da etwas passieren wird. Ich bin da ganz euphorisch und optimistisch, dass da vielleicht in den nächsten Wochen oder Monaten da was kommen wird. So viel zu Commodore OS. Das ist ja nicht ganz richtig. Commodore OS Vision. Wenn, dann schreiben wir es auch richtig. So heißt das gute Ding. So, was habe ich noch gefunden zu Retro OS? Ich habe gefunden Amiga OS. Dazu können wir uns auch mal einmal die Wikipedia-Seite anschauen. Ja, so ein paar geschichtlicher Hintergrund, die einzelnen Versionen
Und ja, hier erkennt man schon, irgendwann ist man wieder zurückgesprungen auf die alte Version und hat einen neuen Zweig. Eigentlich müsste jetzt hier ein neuer Zweig sein. Und ja, deswegen diese verschiedenen Versionssprünge, weil auch unterschiedliche ja, Gruppen dahinter standen. Da gehe ich auch im Einzelnen nicht jetzt drauf ein. Was interessant ist, von Amiga OS abgeleitete Systeme. Ja, Morph OS gibt es, Aros OS, BIOS, das hat bestimmt der eine oder andere schon mal gehört, das ist eigentlich so das Bekannteste. Und mich interessiert dieses AROS-Betriebssystem. Das möchte ich ganz gerne testen, weil es beruht im Endeffekt auf nichts. Es beruht weder auf Windows, noch auf Linux, noch auf Mac oder Unix. Das ist wirklich ein ganz eigener Zweig. Und ja, das interessiert mich auf jeden Fall. Und es ist auch noch ein freies Betriebssystem. Ja, und es soll eigentlich auch unter einer virtuellen Maschine laufen. Ich rufe einfach mal die Homepage auf oder gehe hier über den Link mal rein und versuche mir das ganze Schätzchen mal herunterzuladen. i86 passt. Genau, hier bin ich auf der richtigen Seite. Ich mache das mal ein bisschen größer. Und hier rüber kann man das herunterladen. Genau, und hier bin ich auch dann stehen geblieben bei meiner Recherche. Und das, was jetzt kommt, ist quasi für mich jetzt absoluter Neuland. Jetzt natürlich nur die gute Frage, wie kann man das herunterladen? So, wie kann ich dich jetzt hier runterladen? Ich bin jetzt hier ein bisschen überfordert, weil ich will ja die Version 2.3 haben. Und die finde ich jetzt. Ich finde jetzt nur Download Update from. Ach so, das will ich ja nicht. Updates will ich ja nicht. Ach, ich muss mit der Maus genau auf Download klicken. Ah, okay. Da war ich ein wenig mit überfordert. Gut, das dauert jetzt ein paar Minütchen. Ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich diese Desktop-Version heruntergeladen habe. Die nennt sich jetzt aber allerdings IC Aros Desktop. Okay. Ich denke mal, IC wird die Oberfläche sein. Da gibt es jetzt vielleicht auch noch ein paar Unterschiede. Dann kann ich hier nochmal ganz kurz zurückswitchen, weil das habe ich nämlich auch gelesen hier. Bei Aros gibt es wohl verschiedene Desktop-Varianten und von Minimal. Ja, aber ich habe mich jetzt hier für die Standardversion hier entschieden und die anderen Versionen muss ich mal gucken. Vielleicht teste ich die auch mal, wenn ich Bock drauf habe. Aber das sollte jetzt erstmal an der Stelle für dieses Video reichen. Ja, wie gesagt, schade mit Amiga, mit Commodore OS. Ah, das würde mich ja sowas von interessieren. Oh. Aros ist heruntergeladen. Ich packe die mal eben zur Seite, der Übersicht halberweise. Entpacke das Ganze. Hier entpacken. Schwuppdiwupp. Ja, Moment braucht er noch. So lange Zeit geben wir ihm. Soll ich es in der virtuellen Maschine oder auf der echten Maschine testen? Ich überlege gerade. Ah, ich mache das, glaube ich, erstmal in der virtuellen Maschine. Ne? Hier hätten wir die ISO. Ja, mal gucken, was unter README steht. Ja, komm. Lesen können wir immer noch. Lesen wird überbewertet. Einfach tun. Wir starten die virtuelle Maschine. Virtual Box. VirtualBox. Dann brauchen, was ist das denn jetzt hier? Der Layout so ein bisschen verändert oder mache ich das nur? Egal. Neu, genau. Auf neu muss ich gehen. Wir heißen AROS. So, ISO-Abbild. Ändern. Da kann man es hier schon auswählen. Das ist doch, meine ich, jetzt anders, ne? Typ, ja, was haben wir da für einen Typ? ASA, ne? Version unbekannt. Vorwärts. Wir vergeben Arbeitsspeicher, geben wir immer 16. Machen wir 12, komm. Irgendwie sowas. CPUs 4, ja. Plattengröße geben wir mal. Was geben wir ihm mal?
40, 45 ist eine schöne Zahl, ne? Fertigstellen. Dann müssen wir hier einmal rein. Na, irgendwie. Ich wollte eigentlich noch nicht starten, aber ist egal. Jetzt hat er schon gestartet. Jetzt ist hier so ein komisches Zeitfenster. Das geht mir auf den Keks. Und hier hätten wir Amiga OS. Ja, genau. Ich wollte eigentlich an der Grafik noch was einstellen. Oder ist das so gedacht? Das ging ja jetzt richtig schnell. So, jetzt bin ich hier im Vollbildmodus. Natürlich ist das Format jetzt anders, so wie die alten Bildschirme waren. Die waren 4:3, obwohl das eigentlich eher so nach 5:4 aussieht. Aber so ungefähr kommt das ja schon hin. Hier unten fehlt noch irgendwie eine Leiste. Ich versuche nochmal die Bildschirmeinstellung zu ändern. Ja, wie geht das? Das ist ein Betriebssystem, was ich überhaupt nicht kenne. Seinerzeit habe ich mit Amiga auch nie gearbeitet, nur mit dem Commodore. Wie gehe ich jetzt hier vor? Install, Input, Live, HD0. Genau, ich meine, Amiga hatte auch nur eine Festplatte, so von der Grundeinstellung her. Okay, also einen direkten Startbutton gibt es nicht. Rechte Maustaste, also ähnlich wie bei OpenBox. Settings. Ich möchte mal gerne Graphics Settings machen. Es gibt hier sogar eine Shell. Okay. Ja, was gibt man hier jetzt in seine Amiga Shell ein? Kann mir einer helfen? LS. LS not found. Okay, dir. Ich glaube, das Ganze ist, meine ich, ein bisschen DOS-lastig. Also dir scheint das schon mal zu kennen. Ah ja, hier hätten wir schon mal einen Dateibrowser. Gut, Videos. Wir haben hier leider keine Beispielvideos drauf. Und auch keine Beispieldokumente und auch keine Beispielmusik. Okay, das wäre jetzt also der Dateibrowser. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich installiere es einfach mal. Das ist jetzt eher nur eine virtuelle Maschine. Ich gehe einfach mal auf Install. Und interessant zu wissen wäre natürlich auch, ja, wie ist hier der Installationsprozess? Vielleicht ist da das eine oder andere interessante, die eine oder andere interessante Einstellungsvariante mit dabei. Only use free. Ich mache jetzt hier auch keine großartigen Einstellungen. 500 hatte, meine ich, auch IDE oder hinter später, glaube ich, sogar ein SCSI-Anschluss. Der war da seine Zeit schon weit voraus. Das war's. Okay. Also nur eine Partitionierung und dann wird es installiert. Ist es jetzt schon installiert? Ich habe auf jeden Fall schon mal einen Group. Also etwas Linux läuft hier auf jeden Fall mit. Nee, das war jetzt noch keine Installation, ne? Ich mache das Ganze nochmal. Vielleicht muss ich hier doch was einstellen. Nochmal starten. Genau hier unten. Ah, die muss weg. Die muss weg. Okay. Nochmal neu starten. So, die CD ist nicht mehr drin. Okay, die Installation hat so schon mal nicht funktioniert. Er möchte auf jeden Fall, dass ich die CD wieder einlege. Okay, dann machen wir das. Ich lege die wieder ein. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Man sollte auch klar lesen. Ich muss natürlich dann hier gucken auf Use Existing AROS Partition. Also man muss erst die Partition abschließen, neu starten und dann auf Use Existierende Partition, was man hier gerade erstellt hat. Gut, Choose Language Option, das mache ich mal. Vielleicht geht das auch auf Deutsch. Entwicklersoftware, nein, die brauche ich auf jeden Fall nicht. Ich meine, es lief alles immer über DH0 beim Amiga. ATA ist auch richtig.
Man ist ja eh nur eine virtuelle Maschine. Genau. Und jetzt kann ich hoffentlich vielleicht, wenn ich Glück habe, auf Deutsch machen. Oh ja. Set. Use. Kann man da mal auf Deutsch stellen? Deutsch. Use. Oh, da geht die Rucki-Zucki. Gut, ein paar Fails waren jetzt dabei, aber wie gesagt, ich kenne das Betriebssystem überhaupt nicht. Ich habe nur mal so ein paar Screenshots irgendwie im Internet gesehen. Und das war's. Ja, Full-Installation auf jeden Fall. Ich hoffe mal, es sind ein paar Demospiele dabei, weil die interessieren mich natürlich am meisten. Die Installation war successful. Prima. Ich drücke mal jetzt hier auf OK. Okay, und es geht weiter. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, wie lange das Ganze bis jetzt gedauert hat, weiß ich gar nicht so genau, weil ich mal kurz den Computer hier verlassen habe. Aber ich denke mal, so eine normale Installationsdauer. Muss auch nichts weiter anklicken, aber das finde ich schon mal gut. Man muss jetzt eigentlich nur einmal vorher die Partition machen, neu starten, die Sprache auswählen. Oh ja, und dann läuft alles automatisch. Also das ist schon mal sehr, sehr gut. Man muss keinen Benutzernamen eingeben oder sonstiges ähnliches. Ja, ich behaupte mal, das war's. Ich mache jetzt einfach mal einen Neustart. Nur wie macht man hier nochmal einen Neustart? Irgendwo habe ich doch einen Neustart gelesen. Shutdown, okay. Hosted Shutdown. Das ist aber, glaube ich, nicht richtig, ne? Steuerung F. Wir machen das einfach mal ganz radikal. Ich schalte die virtuelle Maschine so aus. So, und jetzt starte ich nochmal neu. Achte darauf, dass die CD nicht drin ist. Ah, auswerfen, auswerfen. Ah, zu spät. Ich mache die wieder aus. Starte die virtuelle Maschine. Die CD ist nicht drin. So, und jetzt müsst ihr eigentlich ganz normal booten. Ich stelle hier die Grafik wieder ein, so wie ich sie haben möchte. Ich glaube 1024x768 ist jetzt hier eigentlich ganz gut. Was steht denn jetzt hier? This is the first time you run Icarus Desktop after installing. Ja, das ist richtig. Would you like to configure it now? If answer no, it won't be asked anymore. Puh, eigentlich, ich sage mal yes. Ich hoffe mal, es kommen leichte Fragen. Classic or Default? Ja, eigentlich müsste ich ja Classic nehmen, ne? Jetzt fragt er mich schon wieder nach der Sprache. Okay. Reboot. Okay, machen wir noch ein Reboot. Ja, ich gehe hier wieder auf die. Welche Einstellung war nochmal gut? Die war ja, glaube ich, ganz gut, ne? Geht auch die? Ah, mal testen. Ah, die geht auch. Oh. Wow, habt ihr das gehört? Cool. Cool. So einfach kann man Tux eine Freude machen. Vollbild haben wir jetzt. Das machen wir mal weg. Ich denke mal, ich skaliere euch das dann, damit ihr das besser seht. So sieht Amiga OS aus, ohne untere Leiste. Gut, wenn das früher so war, dann war das so. Tools. Jetzt ist alles weg. Also ich würde sagen, ich zapp hier einfach mal durch Amiga OS durch. Okay, hier kann man ein Kommando eingeben. Kippt man ja unter Linux auch. Alt F2 oft. Jetzt, oh, wo ist meine Leiste hin? Ist meine Leiste hier weg? Hallo, Leiste? Ah ja, jetzt ist sie wieder da. Aros, About. Okay, wir haben die Version 2.3, die wollte ich auch haben. Die wurde mir so im Endeffekt vorgeschlagen. Achso, mit der rechten Maustaste muss ich hier rein. Okay, okay. Hier habe ich auch endlich mal Quit und Shutdown. Hatte ich vorhin auch vermisst. GUI-Setting. GUI-Setting. Jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen bunter machen, vielleicht. So ein ah ja, das wäre jetzt hier mein Dateisystem. So eine Art Home-Verzeichnis. Hm.
Da wäre mein Home-Verzeichnis. Steht sogar My Workspace. Desktop. Ja, auf dem Desktop haben wir nichts. Kann ich irgendwas rein kreieren? Nö. Musik. Ah, jetzt haben wir endlich mal eine Musikdatei, so eine Demo-Datei. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Sobald man eine Anwendung startet, dann hat man hier auf dem Desktop ein Icon. Wenn ich auf Stopp drücke, dann ist auch Stopp. Genau, und jetzt ist hier nochmal M-Player. So, irgendwie zweimal geöffnet. Genau, könnte man hier drüber It starts starten. with an Und dann einfach hier schließen. Execute. Genau, das muss man auch richtig schließen. Wie kann man das jetzt hier richtig schließen? Also das ist nur minimieren. Jetzt ist es hier oben drin. Also so ganz bin ich jetzt hier noch nicht so mit vertraut. Oder was einmal auf ist, bleibt auf. Jetzt ist es geschlossen. Ah, aber diesen Button habe ich hier gar nicht. Also hier links fehlt ein Button zum... Oder Cancel. Okay. Ja, muss man sich erstmal so ein bisschen mit vertraut machen, wie das Ganze hier so funktioniert. So, hier war mein Dateisystem. Hier ist es mein Home-Verzeichnis. So nenne ich es einfach mal. Oh, PDF kann es sogar auch darstellen. Ja, ist okay. Gehe mal hier bei Video. Machen wir mal. Auch Video abspielt. Ja, gut, leichte Verzögerung, aber das kann natürlich auch an der virtuellen Maschine liegen. Ist natürlich Kritik auf hohem Niveau. Pictures. Haben wir ein paar Beispiele? Pictures. Ja, schön. Dokumente haben wir auch keine Beispiele. Desktop ist leer. Gut, wie komme ich jetzt an die Anwendungen? Wie komme ich jetzt an die Anwendung? Da bin ich jetzt natürlich auch ein wenig überfragt. Ah, hier über Tools. Ah, hier sind die ganzen Anwendungen versteckt. Ein Taschenrechner. Blablabla, kennt man. Games. Jetzt habe ich endlich was gefunden. Wenigstens ein oder zwei oder drei. Irgendwelche Spiele. Gut, gerade so ein Schachprogramm nicht. Irgendwas möchte ich doch mal jetzt so ein bisschen anspielen. Was so ein bisschen Amiga-würdig ist. So, und so könnten wir auch eine Runde spielen. Weil. Ah, genau, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Ist das nicht ehrlich? Ist das nicht ehrlich? Ich habe natürlich keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay, an der Stelle beende ich auch das Video. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe ein Amiga OS gefunden. Ich konnte es installieren. Und ich habe Spiele. Da werde ich mich erstmal so ein bisschen austoben. Und das ein oder andere Amiga-Spiel habe ich sogar. Und das versuche ich dann mal zu installieren. Und dann können wir demnächst mal vielleicht eine Runde zusammenzocken. Ja, das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!